Zuletzt bei Texit. Unsere Ausrüstung ist komplett. Mit dem Nanoschwert und auch dem Nanoschild gesellen sich die letzten beiden Komponenten zu unserer kompletten Nanorüstung dazu. Und damit sind wir komplett ausgestattet, um nun auf große Abenteuerreise zu gehen. Während dieser Vorbereitungen sprachen wir über mein sehr kräftezehrendes Streaming-Wochenende, bei welchem ein sehr langes und ausführliches Fortnite-Event gepaart mit meinem 24-Stunden-Stream auf ein einziges Wochenende fiel. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Texit. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Freunde, ich habe eine Frage an euch. Ich habe nämlich das Gefühl, ein bisschen den Verstand verloren zu haben oder Opfer eines technischen Bugs geworden zu sein. Das Nanoschild, was wir hier vor uns sehen, Freunde, ist nicht das, welches wir im letzten Part gecraftet haben. Das habe ich mir gerade ercheatet. Und jetzt fragt ihr euch, warum hast du dir das ercheatet? Ich weiß nicht, wo mein anderes Nanoschild hin ist. Also ich war der festen, oder ich bin immer noch der festen Überzeugung, Freunde, dass wir ein Nanoschild beim letzten Mal hatten. Und wir haben das auch nicht auf dem Rücken. Da ist immer noch ein zweites Nanoschwert, warum auch immer. Warte mal, jetzt ist das andere Nanoschild auch weg. Hä? Warte mal, was passiert hier? Also irgendwie despawnende Nanoschilder, warte mal, warum? Vielleicht lag das zu lange auf dem Boden oder so. Na, aber wie gesagt, also hier beim Aufladen ist es nicht drin. Ich habe das auch nicht aus Versehen in die Bedbox getan. Es ist nicht in meinem Inventar. Und ich habe auch alle Kisten durchsucht. Und das Nanoschild auch nicht in meinen Kisten gefunden. Also, klärt mich gerne auf, was hier los ist, Freunde. Aber ich glaube, dass ich hier Opfer eines Bugs geworden bin. Ne? Oder dieses Nanoschild verschwindet aus mir unerklärlichen Gründen. Ne? Dann sagt mir das gerne. Aber ich hole mir jetzt hier nochmal eins. Weil ich das irgendwie ein bisschen unfair fände gegenüber dem Progress, den wir beim letzten Mal gemacht haben. So hatte ich uns beim letzten Mal in Erinnerung, ne? Exakt so. Und ich glaube, das ist auch okay so. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch tatsächlich so beibehalten. Freunde, weil heute machen wir großartige Dinge. Ich merke auch gerade, es wird Nacht. Ich muss sagen, bei Nacht zieht es mich jetzt nicht so raus. Wir gehen heute aber dick auf Erkundungstour. Das wird der Plan für heute. Und ich habe hier mehrere Ziele ins Auge gefasst, Freunde. Ich will dieses Piratenschiff auf jeden Fall angreifen. Set Waypoint. Zack. Wir nennen es einfach mal Schiff 1. So. Moment, da habe ich jetzt Faxen gemacht. So. Und dann ist hier ein Schiff 2, welches ich auf jeden Fall erkunden will. Zack. Dann haben wir hier den Turm, den ich auf jeden Fall erkunden will, weil ich glaube, da sind Fett-Items. So, und da ist Schiff 3, welches ich auch erkunden will. Und wir können sogar noch, wenn wir irgendwann Lust haben, hier unten hin, weil ich glaube, das hier ist noch ein Turm, Freunde. Ja, wir nennen den einfach mal Turm 2. So, und das sind alles Dinge, die ich heute mit euch erkunden will. Und ich glaube, damit wir hier sinnvoll erkunden können, ist es ganz wichtig, wenn wir vielleicht vorher mal alles ablegen, was wir jetzt nicht zwingend brauchen. Und deswegen, da draußen brennt ein Mini-Zombie. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, an der Stelle einfach mal alles so essen. Wie gesagt, das ist also, den Tree-Jab brauche ich nicht, ich brauche meine Hose nicht, ich brauche meine, na, obwohl, eine Schaufel, why not, kann man mal mitnehmen. Schaufel, Axt, Spitzhacke, aber quasi alles, was ich so überschüssig dabei habe. Und mein Diamantschwert werde ich auch mal als Reserve mitnehmen, ne? Aber ansonsten habe ich da nämlich mein Inventar schön frei. Dann habe ich da nämlich noch Möglichkeiten, ne? Sage ich mal, mich zu heilen und vor allem viel Loot mitzunehmen. Weil das ist der heutige Plan, Freunde. Wir wollen dick reinlooten. So, dann craften wir uns hier einmal durch. Dann setze ich hier gleich mal den Seed neu. So, und dann machen wir noch hier an der Stelle kurz weiter. Dann kann ich mir nämlich noch Brot für unsere Reise machen, weil wie gesagt, wir werden heute ordentlich auch battlen und gegen andere kämpfen und. Ich glaube, das wird richtig gut. So, zack, 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 zack. Amazing. Und dann kann ich jetzt nämlich, warte mal, die 13 könnte ich jetzt anpflanzen, aber ich glaube, das tue ich später. Ich gehe jetzt nach Hause, bevor jetzt auch irgendein Creeper sagt, oh, ich habe Lust zu spawnen. Und dann
gucken wir mal, Freunde, was so los ist. Dann legen wir die hier rein. Dann mache ich aus dem Wheat Mehl. Und das packe ich jetzt hier oben in meinen wunderbaren Ofen. Zack. Und da werde ich mir sogar, glaube ich, noch den zweiten Compressor oder den zweiten Overclocker hier rauslassen und da reinsetzen. So, dann wird meine Bedbox jetzt zwar wieder leer gesaugt, aber wir legen uns jetzt eh ins Bett. Und dann habe ich hoffentlich genug Essen für meine großartige Reise. Denn ich bin gespannt, was wir an Loot heute alles so mitnehmen. Und ich wollte die heutige Folge mal nutzen, um mit euch über eine kleine Sache zu reden, die demnächst auf mich zukommt. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das für mich wird. Denn ich werde jetzt dann bald, seit langem mal wieder, einen Freizeitpark besuchen gehen. Ich werde die nächsten Tage, also in circa einer Woche, werde ich den Europapark besuchen. Ne? Ich war da schon ein einziges Mal während meiner Ausbildung für einen Tag auch, glaube ich. Ne? Also ich habe so einen Tag in meinem Leben im Europapark verbracht. Und das war damals von der Arbeit aus. Da kann ich auch noch gleich eine witzige Story dazu erzählen, wie das dazu kam. Und ja, jetzt nehme ich mir quasi nochmal ein bisschen mehr Zeit, denn ich werde für 2 Tage hingehen. Und dann werde ich da eine coole Zeit verbringen. Und ich freue mich da sehr drauf. Fangen wir so an. Wie bin ich das erste Mal in den Europapark gekommen? Das war von der Arbeit aus. Meine Arbeit, meine damalige Ausbildungsstelle, hat einen neuen Slogan gesucht. Das war eine IT-Firma. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Die hat einen neuen Slogan gesucht, so mit dem sie so ein bisschen werben kann, und hat da quasi so eine Art interne Ausschreibung gemacht, so nach dem Motto, hey, yo, wir suchen geile Slogans. Der Mitarbeiter, der uns den geilsten Slogan liefert, der bekommt quasi, ja, einen kleinen Bonus oder eine kleine Aufmerksamkeit, was auch immer. Und ich war damals mit einem guten Kumpel von mir, der heute auch bei UI mit mir zusammenarbeitet, haben wir damals im Serverraum der Firma, sage ich mal, haben wir, warte mal, ich will erst zu dem Chef, mit dem habe ich damals im Serverraum, haben wir, glaube ich, alte Technik rausgeworfen, um neue Server quasi einzubauen. Also wir waren gerade so ein bisschen Hardware-Server-technisch unterwegs. Und dann kam eben diese Mail rein, so nach dem Motto, hey yo, wir suchen einen neuen Slogan, ne? Alles ist willkommen, meldet euch gerne. Es gibt ein kleines Goodie und wir gucken uns so an und dachten so, ja komm, ne, ist halt irgend so ein Marketing-Stuff von unserer Marketing-Abteilung, ist jetzt nicht so wichtig für uns. Dann hatte ich aber gerade nichts zu tun, weil, glaube ich, mein Kollege gerade also Serverkabel gezogen hat, der war auch gelernter Admin, also ich war da quasi so ein bisschen zum Lernen, dass ich so lerne, wie Admins arbeiten. Und lol, warte mal, da sind schon übelst viele Skelette. Holy shit, okay, warte mal, dann jeten wir da gleich mal rein. Ne? Und dann war ich so, okay, ich gehe jetzt einfach, oh mein Gott, ich one-shot die fast. Holy shit. Ne? Und dann war ich so, alles klar, komm, ich gehe jetzt einfach mal, Bro, ist es tief hier, auf irgendeine random Webseite, so nach dem Motto, coole Slogans für itfirmen.org, ne, so ein bisschen so in die Richtung. Hallo, wer bist du denn? Sehr schön, und wer bist du? Das weiß auch niemand so genau. Und da war quasi ein Spruch, so nach dem Motto, oh, Dynamit, das sag ich nicht, nein. Der hieß irgendwie sowas in die Richtung, make it easy again. Quasi so, make IT easy again. Und ich war so, hey, der ist doch irgendwie gar nicht so bad, oder? Oder sehe nur ich das so? Ja. Was soll's? Komm. Alter, wie viele Goldnuggets jetzt sind? I like. Und hier wäre sogar noch mal ein Boot. Aber Boot brauche ich nicht. Und die Spinnennetze brauche ich, glaube ich, auch nicht. Wobei, ich glaube, die Spinnennetze kann man eventuell verwandeln. Dann machen wir jetzt mal kurz hier weiter. Und dann mache ich so, komm, was soll's? Lass uns doch den einreichen, ne? Und dann schreiben wir wirklich einfach nur so eine Mail. Hey, wir fänden make it easy again quasi. Fänden wir, wäre doch ein cooler Spruch. Ne, was haltet ihr davon? Und haben wir dann abgeschickt. Und dann kam erstmal relativ lange nichts mehr. Ne? Voll normal. Und dann war es irgendwann so. Warte mal, warum kriege ich jetzt auf die Schnauze? Ah, weil du hier bist! Oh mein Gott, ey. What the hell? Und jetzt, was habe ich jetzt von dem bekommen? Ein Iron Helmet. Okay, den wollte ich jetzt aber nicht. Und dann gab es irgendwie so eine Versammlung von unserer Firma aus. Ich glaube, das war irgendwie so eine Art Sommerfest oder so. Und bei diesem Sommerfest
sollte dann darüber abgestimmt werden, quasi welchen Spruch wir dann sozusagen als nächsten Firmenspruch sozusagen nutzen wollen. Ne? Also was da so, welcher so in der Firma am beliebtesten ist. Und mein damaliger Ausbilder und auch der Chef von meinem Kollegen, der wusste halt, was unser Spruch ist. Und eigentlich sollten die anonym vorgelesen werden. Ne? Das kam halt auch noch dazu. Bro, was geht denn jetzt ab? Hi. Wie gesagt, die sind eigentlich anonym verlesen werden, aber natürlich, als dann unser Spruch kam, dann eher so, yeah, das ist ja voll geil, übel crazy. Und hat dann halt da richtig Stimmung gemacht und hat dann halt dadurch echt so ein paar Leute bei dieser Abstimmung halt sozusagen auch für diesen Make it easy again Spruch sozusagen begeistert. Und dann wurde der danach tatsächlich demokratisch als unser neuer Firmenspruch gevotet. Und dadurch haben dann quasi mein Kollege und ich, warte mal, kann ich die gar nicht mit einer Sprungattacke treffen? Gilt das für die gar nicht? Ich weiß es gar nicht. Dadurch haben wir dann quasi diese Ausschreibung für den, das war glaube ich der Captain, ja, für den coolsten Spruch sozusagen irgendwie bekommen und der wurde das dann tatsächlich auch. Also unsere Firma hatte dann auch diesen Spruch für eine Zeit lang als, warte mal, Piratenhut will ich eigentlich glaube ich auch nicht. Hatte den dann als Slogan und wir hatten dann eben, weil wir das auch zusammen eingereicht haben, auch dann eben zusammen einen Preis gewonnen. Und für diesen Preis sind wir dann auf, ich glaube damals jochenschweizer.de gegangen, ich glaube Jochen Schweizer gibt es heute immer noch, oder? Na, das ist ja quasi so eine Erlebnisseite, wo man so ein bisschen eben sich Erlebnistouren und sowas buchen kann. Und dann haben wir eben gesehen, das war eben in so einem gewissen Preisrahmen, also man durfte sich da jetzt nicht geisteskrank irgendwas Heftiges aussuchen, aber es war so, yo, bis zu Betrag X dürft ihr euch dann quasi auf Jochen Schweizer irgendeine Erlebnisreise oder so aussuchen. Und dann haben wir eben gesehen, yo, da gibt es eine Europaparkreise, die im preislichen Budget drin war. Und lange Rede, kurzer Sinn, die haben wir dann quasi genommen. Warte mal. Confirm Deletion. Ja, so, wunderbar. Und so sind dann mein Kumpel und ich damals in den Europapark gekommen und davon gibt es sogar auf meinem Hauptkanal einen Vlog. Ne? Also es gibt sogar wirklich einen Vlog. Irgendwie mein erstes Mal Europapark oder irgendwas Hübi Europapark. Wenn ihr danach sucht, werdet ihr das safe was finden. So sind mein Kumpel und ich damals in den Europapark gekommen. Das war sehr, sehr krass. Da oben ist übrigens auch eine Insel, aber es gibt auch Jetpacks in diesem Game. Ne? Und das wird auf jeden Fall auch eines meiner nächsten Ziele, ein Jetpack zu machen, dass wir auch auf die fliegenden Inseln kommen. Und dann, wie gesagt, wir waren einen Tag da, wir hatten quasi eine Übernachtung und einen Tag im Park. Wir sind quasi an irgendeinem, ich weiß gar nicht, an irgendeinem Tag X sind wir angereist, eingecheckt, da gepennt, am nächsten Tag krass gefrühstückt. Auf das Frühstück freue ich mich jetzt auch schon so. Und dann eben einen Tag Europapark und dann am Abend wieder nach Hause. Ne, war quasi so ein Kurztrip. Aber ich meine for free, dafür, dass wir eine Mail mit Make it easy again geschrieben haben. Ne, das also war schon ganz nice. Und das hat sehr Spaß gemacht, aber seitdem war ich nie wieder in einem Freizeitpark. Ich bin ja nicht so der übelste Freizeitpark-Fanatiker. Es gibt ja so richtige Fanboys, es gibt ja auch so Instagram-Kanäle, die dann so Achterbahnen in Freizeitparks bewerten. So, also die Freizeitpark-Szene, ne, ist ja richtig, richtig groß. Und da bin ich ja komplett raus. Ne? Also, ich finde das ganz nett, aber ich könnte auch tatsächlich darauf verzichten, wenn unsere Erde keine Freizeitparks mehr hätte. Aber ich meine, wenn man da mal da ist, ist es schon immer ganz cool, muss man ehrlich zugeben. Es ist so, es hat schon was. Ich verstehe die Faszination Freizeitpark. Ich verstehe sie. Ne, und jetzt eben ganz, ganz, ganz viele Jahre später hat sich dann eben wieder ergeben, dass ich zum Geburtstag eine Reise in den Europapark verschenkt habe. Und diesmal habe ich quasi, da ich auch schon so ein bisschen wusste, worauf ich mich einlasse, ne, also ich habe ja quasi, warte mal, warum kann ich dich nicht öffnen? Mir wurde gesagt, ich kann Fässer öffnen. Da ist ein Huhn drin. Hi. Ne? Kam es eben dazu, dass ich eine Reise in den Freizeitpark verschenkt habe. Und da ich mich jetzt auch ein bisschen auskannte, habe ich das dann eben auch gleich mit Übernachtung gemacht. Im Rulantica Hotel sind wir. Also falls ihr euch... okay, Mana-Stahl. Falls ihr euch mit dem Europapark vielleicht ein bisschen auskennt oder so, wisst ihr dann mit Sicherheit, um welches Hotel es sich dabei handelt. Und das war eigentlich auch das, in dem wir damals waren. Das fand ich sehr, sehr geil. Vor allem das Frühstück war da fett. Ich glaube, das ist im Vlog sogar auch ganz kurz zu sehen.
wie das Frühstück da quasi ist. Also wirklich, ich habe in einem Hotel noch nie so eine riesige Frühstücks, so ein riesiges Frühstücksbuffet gesehen. Also es war wirklich, wirklich gottlos groß. Und ich glaube, ich gehe jetzt wirklich mal hier auf Licht. Einfach nur, damit ich hier ein bisschen was sehe. What the hell is going on here? Okay. Jetzt wird's interessant. Invar Ingot. Also irgendwie alles, was Ingot sind, will ich mitnehmen, ne? So, Knochen nehme ich mit. Ich meine, Knochen müsste ich nicht mitnehmen. Name Tag brauche ich nicht. Help, I'm trapped in a video game machine upgrade. Verstehe ich nicht. Wooden Gear ist nicht wichtig. Diese Brille ist nicht wichtig. Nether Quartz ist nicht wichtig. Conduit Probe. Boah, ich habe keine Ahnung, was das alles ist, Mann. Ich glaube, ich lasse jetzt einmal alles drin. Tatsächlich, der goldene Apfel interessiert mich tatsächlich auch nicht so, muss ich zugeben. So, nehmen wir das hier noch mit. Und, ja, back to topic. Ich freue mich jetzt eben krass schon. Also ich muss sagen, wirklich, also ich bin nicht so der Freizeitpark-Typ, aber je näher diese Reise in den Freizeitpark kommt, desto mehr freue ich mich drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass das, glaube ich, eine richtig, richtig geile Reise wird. Wie gesagt, wir reisen an einem Tag an, sind dann an dem Tag im Park. Ja, also, warte mal, spawnen hier welche? Nee, ne? Ist hier ein Spawner? Doch, hier ist ein Spawner. Warte mal, what the hell is going on here? Emerald Block ist da. Ist das so ein richtiger Spawner? Spawnen die hier unendlich? Das kannst du doch nicht bringen, oder? Oder ist das irgendwie so in Wellen unterteilt? Oder muss ich hier irgendwas kaputt machen, dass die aufhören zu spawnen? Ist ja geisteskrank. Warte mal, ich baue jetzt mal hier diesen Emerald Block ab. Keine Ahnung, ob dann irgendwas passiert. Nee, ne? Sind das unendlich Spawns? Das kannst du ja keinem erzählen, was hier los ist. Okay, das finde ich jetzt irgendwie weird. Ich meine, was ist, wenn ich hier unten Licht hinstelle? Juckt das die irgendwie? Kann ich die Spawns damit verhindern? Nee. Also ich habe das Gefühl, die spawnen hier unendlich. Okay, also Chat, gebt mir gern Bescheid, ob man hier unten das irgendwie gewinnen kann oder so. Oder ob man hier wirklich... Oder ob das wirklich eine unendliche Monsterfarmquelle ist. Weil wenn ja, wäre das schon ziemlich heavy, wenn ihr mich fragt. Aber ich meine, die Spawns hören nicht auf. Obwohl jetzt... Wir haben, ich glaube, an Bord noch was. Na, hallo. Was geht? Oh mein Gott, sind hier viele. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt dann bald zurück und mein Schwert aufladen, ne? Mein Nano-Saber macht jetzt bald einen Abflug. Ich rede gleich weiter, Freunde. Oh, ja, schön. Aber die sind ja doch alle One-Shot, muss man jetzt auch mal sagen. Also wir haben halt schon krasse Ausrüstung. Sehr geil. Der kam jetzt hier raus. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Ha. Fragen über Fragen, Freunde. Aber ich glaube, ich habe zumindest alles gelootet, was man hier looten kann. Also, ich reise an Tag 1 an. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und an dem Tag gehe ich dann quasi auch schon in den Europapark. Also quasi am Anreisetag ist direkt Parkzeit sozusagen eingeplant. Einen Tag später dann sozusagen, dann ist Übernachtung in Volantica und am zweiten Tag, Übernachtung, ja genau, und dann am zweiten Tag, nee, warte mal, ich glaube, ich habe gesagt, wir sind im Hotel Volantica, das ist aber übelster Crap, weil das Volantica ist ja dieses Schwimmbad, vollkommen egal, okay, Park, Übernachtung, Schwimmbad, Heim, das ist der Plan, okay? Das ist der Plan, ich glaube, ich habe übelsten Crap mittlerweile erzählt, ich muss von diesem Schiff runter. Ah, das ist ja gottlos, wie viele Gegner hier sind. Die machen mir zum Glück keinen Damage. Aber ich habe das Gefühl, ich werde dieses Schiff niemals säubern können. Kriege ich hier noch weiter auf die Schnauze. Irgendwas schießt hier auf mich. Was bist du? Ein Bliss. Okay. Oder wie? Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Warum bin ich jetzt hochgeflogen? Da, schaut mal, wie viele Gegner da kommen. Ist doch krank. Ist doch krank. Jetzt ist ja auch noch ein Creeper explodiert. Jetzt ist hier... ein Skelett auf einer Spinne.
Und jetzt werde ich hochgeworfen. Bruder, also jetzt mal ohne Spaß. Können wir mal bitte wieder ein bisschen Ruhe haben? Bruder, jetzt spawnt der schon wieder. Wo spawnen die denn? Die erscheinen einfach immer neben mir, ne? Oh, tschüss. Ich freue mich wirklich auf den Europapark. Auch wenn ich hier gerade im Spiel so zerstört werde. Pass mal auf, dann nehme ich mir jetzt hier wieder dich mit. So. Sehr gut. Machst einen Abflug. Und dann, warum ist der jetzt explodiert? Ach, das ist so ein Kollege, der immer explodiert, wenn ich ihn schlage. Ja, jetzt. Och, Digga. Okay, Freunde, wir gehen jetzt erstmal daheim, okay? Warte mal, was ist hier? Da ist auch noch irgendwas. Ich will einfach nur noch heim, okay? Ich will einfach nur noch heim. Wir müssen in die Richtung. Zu dem Turm gehen wir gleich, aber davor muss ich jetzt erstmal meinen Loot leeren. Weil ich freue mich auf den Europa-Park, weil ich, wie gesagt, einmal da war. Das heißt, so ein bisschen auch, ich finde es immer sehr geil, wenn man nur einmal an einem Ort war, wenn man dann nochmal so ein zweites Mal kommt, sich das dann nochmal so anzusehen, ob das noch alles ist, wie man es im Kopf hat, ob man das ganz anders wahrnimmt. Und weil wir auch im November jetzt sozusagen den Europa-Park besuchen, ist es jetzt auch so, dass wir quasi in die, ich glaube, Hello-Winter, also quasi eine Mischung aus Halloween und Winter, so in dieses Theme reinkommen. Also der Park ist quasi halb weihnachtlich, halb Halloween-mäßig geschmückt. Und irgendwie finde ich das eine geile Idee. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, so diese zwei Themes sozusagen miteinander, ja, so zu kombinieren. Aber irgendwie muss ich zugeben, finde ich das eine ziemlich nice Idee und bin sehr gespannt, wie sie dieses, Winter-Halloween-Theme sozusagen miteinander kombinieren. Ich glaube, das könnte sehr, sehr, sehr geil werden. Aber Skelette sind einfach One-Shot, ne? Das macht halt schon Spaß. Das macht halt schon Laune. Und gerade auch auf das Schwimmbad bin ich gespannt. Also für Schwimmbäder bin ich ja deutlich mehr zu haben. Muss ich zugeben. Also für Schwimmbäder... was machst du hier drin? One-Shot oder ein Two-Shot, meine ich. Weil für Schwimmbäder kann man mich definitiv begeistern. Das macht eigentlich immer fett Laune. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich habe über dieses... Okay, alles cool bei dir? Oh boy, meine Rüstung ist ja komplett down. Ach du Scheiße. Ach, okay, ich hab das richtig... Ich hab die richtig ausgenutzt. Oh mein Gott. Warte mal, kann es sein, dass da gerade ein Creeper vor der Tür steht? Ist da was vor der Tür? Kann ich pennen? Na, ich kann pennen. Geil. Und ich habe halt auch keine Ahnung von dem Europa-Park-Schwimmbad. Das ist so der Punkt. Also ich war jetzt schon bestimmt 4-5 Mal in der Therme Erding. Und die ist wirklich, also, ein absolutes Fest. Die Therme Erding ist so großartig. Ich liebe sie. Und wo ist jetzt mein Schwert hin? Da. Also das ist so ein geiler Ort. Ich liebe die Therme Erding über alles. So, zack. Dann laden wir dich auch mal auf. Ja, meine Energie geht schon wieder flöten, ne? Also, pass auf, dann machen wir es jetzt mal so. Dann packen wir das noch hier noch ein bisschen Energie in meine Body Armor. Ha, ja, die Nano-Rüstung ist geil, aber ich brauche definitiv, ich brauche bessere Aufladung. Ich brauche mehr Energie, Freunde. Wir machen trotzdem. Wir gehen trotzdem noch zu dem Turm. Also, das ist, Erding ist eine absolute Empfehlung für jeden. Der Turm hier, Freunde, der ist es. Da gibt es auch fetten Loot. Und übers Rulantica wird auch sehr, 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 sehr viel Gutes gesagt. Ja, also, das kommt auch dazu. Also, dieses Europapark-Schwimmbad soll auch sehr krass sein, aber wirklich, ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet. Also, ob ich da so mit so einer Art, auch mit Rutschen, Erlebnispark zu rechnen habe oder ob das eher so, so dann im Entspannungsstyle so ein bisschen unterwegs ist. Na, dass man da quasi, ne, einfach ganz entspannt chillt und das eher so ein Relax-Ort ist, dass man quasi so die Kinder in den Europapark schickt und ich weiß nicht, die Erwachsenen gehen dann ins Rulantica oder ob das nochmal was ganz anderes ist. Also ich habe wirklich keinen Schimmer, was ich von diesem Schwimmbad erwarten soll. Aber da dann nochmal so einen ganzen Tag, nachdem man in dem Hotel aufgewacht ist, in so einem Schwimmbad zu verbringen, ist halt Bombe, ne? Ein Hotel mit Fettfrühstück. Oh, auf dieses Frühstück freue ich mich. Alter, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mich auf dieses Frühstück freue. Also, wenn das Europapark-Frühstück wirklich noch so gut ist, wie ich es im Kopf hatte, dann ist es gottlos. Es ist so ein riesen Buffet.
Ich liebe es. So, meine Rüstung ist jetzt nicht sehr gut aufgeladen mit Energie. Ich weiß auch, es gibt auch tatsächlich so Solarhelme. Hier, dieses Solar Helmets. Das könnte ich mir halt auch mal überlegen. Dann kann ich zumindest so ein bisschen, sag ich mal, Strom aufladen, wenn ich unterwegs bin. Aber, ja, bis ich jetzt ein Solar Panel gecraftet habe, Freunde, ne? So, jetzt muss ich aufpassen. So, dass der Creeper nicht hochgeht. Genau. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es im Europapark war. Und ich werde euch auf jeden Fall auch erzählen, wie es ist. Aber, was man jetzt auch noch tatsächlich fairerweise dazu sagen muss, der Europapark lässt sich das auch gut zahlen. Ne? Also ich meine, klar, Europapark ist etwas, worauf man im Leben voll verzichten kann. Das heißt, es ist eine absolute Luxus, also quasi eine absolut unnötige Luxusinvestition, blöd gesagt. Man macht das einfach nur, weil man sozusagen, ja, das ist quasi wie Urlaub. Ne? Also es ist etwas, worauf du locker verzichten kannst, brauchst du nicht. Das ist etwas, was du dir gönnst. Und gerade wenn man sich etwas gönnt, dann achtet man halt auch nicht so sehr auf den Preis. Ne? Und ich vermute, dass das wissen die Europaparkbetreiber auch, weshalb sie die Preise noch dementsprechend machen. Also du zahlst für die Unterkunft, glaube ich, für eine Nacht, ne, als Single. Da ist übrigens der Turm, zu dem wollen wir. Ich weiß gar nicht, was das da für ein Standardzimmer. 120, 130 Euro so, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh, vielleicht sogar noch mehr, 150. Da gibt es nach oben gar kein Limit. Da gibt es auch dann die Luxuszimmer und erweiterte Zimmer. Und dann gibt es die verschiedenen Suiten. Und dann gibt es auch noch so Themenzimmer. Ne, so quasi, dass ein Zimmer nach so einem gewissen Thema eingerichtet ist in den verschiedenen Themenhotels. Also die haben da so gottlosen Stuff. Richtig, richtig crazy. Na, aber ich habe da ein absolutes Standardzimmer genommen. Und halt, weil da halt Frühstück dabei ist. Mir ging es vor allem ums Frühstück. Und ich meine, man will halt einfach nur irgendwo übernachten. Weil von mir sind es zum Europapark circa roundabout 3 Stunden. Der Europapark ist ja an der französischen Grenze. Aber es ist... Die Vorfreude ist da. Ich muss auch sagen, ich werde mittlerweile immer urlaubsreifer. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Also ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal in irgendeiner Art und Weise Urlaub gegönnt habe. Also so ein bisschen länger. Also wenn, dann sind es halt immer nur so 1 oder 2 Tagestrips. Wie jetzt auch der Europapark. Aber ich kann an der Stelle tatsächlich schon mal, sag ich mal, sagen oder hier schon mal so ein bisschen berichten, ne? Dass ich tatsächlich im Januar habe ich mir einen Urlaub gebucht. Und da freue ich mich schon sehr drauf. 10 Tage. Wohin es geht, sage ich noch nicht. Es war schweineteuer, aber es ist der erste Urlaub seit, glaube ich, 6 Jahren oder so, ne, den ich mir nehme. Und ich habe ihn natürlich auch ganz bewusst so nach die... so hinter die Hübi Charity und Dezemberzeit so gelegt, weil Januar sowieso der entspannteste Monat für YouTuber ist. Und so, was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Redstone-Lampe. Das klingt interessant. Broken Spawner, die nehme ich nicht mit. Pisten nehme ich nicht mit. Nee, das passt alles. Na, also das wird sehr, sehr geil. Aber da kommt dann, bei Gelegenheit werde ich euch noch mehr darüber erzählen. Aber das werden dann wirklich 10 Tage absolute Entspannung und Urlaub. Und klar werdet ihr dann noch mitbekommen, wo es für mich hingeht. Ich hab den Urlaub genau so gelegt. Oh, Bruder, was ist denn jetzt los? Dass ich nach Hübi Charity quasi noch genug Zeit habe, da noch Videos vorzuproduzieren für den Urlaub. Weil natürlich wird Content kommen, wenn ich weg bin. Und ich werde auch für den Notfall... Oh, ein Enchantment Table. Da sage ich nicht nein. Die Bücherregale nehme ich auch mit. Also ich werde natürlich meinen Laptop mit in den Urlaub nehmen. Das ist klar. Da kommst du als Selbstständiger nicht dran vorbei. Als Selbstständiger kannst du dich nicht komplett abkapseln. Vor allem auch jetzt, wo ich Mitarbeiter habe. Da musst du einfach erreichbar sein. Für Notfälle. So, zack, direkt den ersten Spawner abgebaut. Sehr schön. Aber natürlich werde ich da jetzt kein großes Video oder so aufnehmen. Also vielleicht mal ein Themenvideo, wenn ich dann irgendwo im Hotel oder am Pool oder sonst wo sitze und sage so, yo Leute, kurzer Shoutout nach Deutschland. Wie geht's euch? Ey, aber wirklich, ihr habt keine Ahnung, was für Vorfreude ich habe. Das ist, wie gesagt, der erste Urlaub seit, also längere Urlaub. Ich war einmal eine Woche campen, ich glaube 2021. 2020 war, glaube ich, gar kein Urlaub. Ich glaube, 2021 war ich eine Woche mal campen. Aber ansonsten, oh, mein Nano-Suit ist komplett down. Shit, shit, shit. Aber ansonsten war ich halt wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr weg. So, oh, der schießt hier mit irgendwas auf mich. Ach du Scheiße. Was geht denn jetzt ab?
Aber das Problem ist, ich habe halt gerade keine Rüstung. Ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Das ist jetzt alles nicht so killer. Na, auf diesen Urlaub habe ich Bock. Aber weil ich mich jetzt eben auch so urlaubsreif fühle, gerade auch wahrscheinlich, weil ich die letzten 5 Tage gefühlt einfach durchgestreamt habe, mein ganzes Leben, bin ich einfach schon sehr auf, ich freue mich auf jede Form von Entspannung. Und das hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Weil ich war immer so ein Mensch, ne, so, ja, Urlaub ist cool, aber ich kann da schon irgendwie auch drauf verzichten, ne. Also ich habe ja auch Spaß an meiner Arbeit und alles drum und dran. Okay, Freunde, ich muss jetzt echt hier ein bisschen aufpassen. Ich krieg gerade ein bisschen zu krass auf die Fresse. So, warte mal, die killen sich, glaube ich, gerade gegenseitig, oder? Moment, zack. Weg mit dir. Und weg mit dir, sehr geil. So, jetzt muss ich auch die Spinnen killen. Oh. Aber selbst auf diese paar Tage Europa-Park freut sich mein Körper schon. Aber mein Körper muss es noch den Dezember durchhalten. Wie gesagt, oh hi. Von wo droppt ihr? Ah. Die können tatsächlich hier von oben runterfallen. I see. Ich muss sehr aufpassen auf das Spinnengift. Okay, Freunde. Genug Thementalk jetzt. Ich muss mich jetzt hier sehr konzentrieren, hier zu überleben, ne? Überleben ist jetzt Priorität Nummer 1. Wir checken jetzt erstmal hier die Kiste ab. Eine Kupferspitzhacke. Och, Bruder. Bin ich schon wieder vergiftet. Redstone nehme ich mit. Redstone-Lampe nehme ich mit. Eine Ender-Chest nehme ich auf jeden Fall mit. Fackel nehme ich mit. Und Glowing Bread. Passt auf, ich fresse jetzt hier mein Glowing Bread. Und dann gucken wir, was passiert. Oh mein Gott. Das macht hier komplett meine Futterleiste voll. Und zwar instant, ohne dass irgendwas passiert. Wow. Geil. Nickelhelm. Brauche jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich super viele Fackeln hier. Ich mache mal meinen Stack einfach mal voll. So. Leder nehme ich mit. Iron Frame. Nee, das wird jetzt alles nicht so wichtig. Hier ist ein bisschen Holz. Holz brauche ich aber auch nicht. Das ist alles ganz nett. Bücher nehme ich mal mit, dann kann ich vielleicht Bücherregale craften. Und die Pistons nehme ich jetzt vielleicht auch nochmal mitkommen, ne? Aber warte mal, wenn hier ein Lava-Eimer ist, das kann ich vielleicht zum Kämpfen oben nutzen. Wartet mal. Wenn ich den Raum oben einfach mit Lava flute. Oh, jetzt muss ich aufpassen, ne? Och nee, das fließt jetzt hier runter. Oh, Bruder. Das war, glaube ich, ein bisschen hohl. Warte mal, kommt die Lava jetzt wirklich hier runtergeslidet? Ja, tut sie. Bruder, was habe ich denn jetzt gemacht? Aber ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wie viele Stockwerke sind es eigentlich noch? Sehe ich das irgendwo? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da kommen noch einige Stockwerke. Holy shit, diese Türme sind ja... Die sind krass. Weil die sind wirklich... Die sind viel größer, als ich ursprünglich vermutet habe. Viel, viel größer. So, aber fließt du jetzt hier auch ab? Ne, das scheint ja jetzt gar keinen Anschein zu machen. Als ob das jetzt verschwindet. Oder? Doch, jetzt. Jetzt, okay. Vielleicht werde ich keine Lava da oben setzen. Wir schaffen das schon irgendwie so. So, hier noch mein Glowing Bread reinpfeifen. So. Auf geht's. So, mit Schild, Freunde. Oh, Bruder, wie man hier immer vergiftet wird. So, du machst einen Abflug. Ja, wir gehen direkt wieder hoch. Erster Spawner weg. Zweiter Spawner weg, sehr schön. Jetzt nicht sterben. Okay, Freunde. Nächste Ebene geschafft. Alles nicht so einfach. Aber der Loot wird besser. Der Loot wird besser. So, ich lege jetzt mal dich zurück. Die Spinnen, also der ganze Monster-Loot, den legen wir jetzt mal zurück. Glowing Bread nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Hier ist eine Chain Chestplate. Wisst ihr was? Die nehme ich jetzt. Ich habe ja eh gerade keine richtige Rüstung, ne? Ich habe jetzt bisher die Rüstung mal weggepackt. Aber da ich ja gerade gar keine richtige Rüstung habe, ne, ich bin ja quasi nackt, ist es vielleicht gar nicht so dumm, sich hier diese Rüstung, die wir hier finden, anzuziehen, ne?
glaube, das kann sich schon lohnen. Brot nehmen wir mit. Bücher nehmen wir mal mit. Ansonsten Sticky Pistons. Boah, ist halt auch irgendwo geil, ne? Kannst halt irgendwie schon brauchen. Und wir gehen auf die nächste Ebene. Hallo. Was geht mir besser? Okay, Zombies ist okay. Welcher von denen wirft mich immer hoch? Es gibt da immer irgendeinen Kollegen. Der mich tötet. Und irgendeiner hat mir gerade gottlos viel Schaden gemacht. Und jetzt wird's kritisch. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.